In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 1.30 Uhr in Bad Arolsen-Lengeringhausen direkt an der B252 zu einem Großeinsatz. Zunächst wurde die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand alarmiert. Auf der Anfahrt wurde jedoch schnell klar, dass es sich um ein Sägewerk handelt, das in voller Ausdehnung brannte. Sofort wurden Einsatzkräfte der gesamten Umgebung sowie Wolfhagen, Roden und Korbach nachalarmiert. Mit 3 Drehleitern und über 120 Einsatzkräften wurde das Feuer bekämpft. Zu Beginn des Einsatzes hatte die Feuerwehr jedoch zunächst eine heikle Aufgabe zu bewältigen. Die größte Problematik lag darin, dass wir mehrere Propangasflaschen in unterschiedlichen Lagern hatten, die wir natürlich zuerst mal evakuieren mussten, um dafür zu sorgen, dass der Brand sich nicht weiter ausbreitet und vor allen Dingen, dass wir keine weiteren Explosionen haben. Die Wasserversorgung war sehr schwierig aufzubauen, denn es mussten rund 4000 Meter Schlauchleitung verlegt werden. Ein Gabelstapler, ein Baukran und ein Wohnmobil konnten vor den Flammen gerettet werden. Angrenzende Gebäude wurden nicht beeinträchtigt. Der Kreisverband Korbach-Bad Arolsen des Deutschen Roten Kreuzes versorgte die Einsatzkräfte mit Essen und Getränken. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Anwohner wurden per Rundfunkwarnmeldung dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar, ebenso auch die Schadenshöhe. Die B252 musste während des Einsatzes einseitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.